Es gibt ein neues richtig geiles Technikerset in der Division 2. Ich zeig dir aber, warum du das Bild so nicht bauen solltest. Ein Hallo von mir, herzlich willkommen. Mein Name ist Jai und ich begrüße dich zurück zu einem Video in der Division 2. Heute geht es um ein geiles Technikerbild in der Division 2. Das funktioniert so: Wir stellen mal unseren, unsere Fertigkeit auf, lassen mal schießen und dann haben wir das fleißige Binnchen in der Hand. Wir bauen mit dem fleißigen, fleißigen Binnchen Gegner auf. Wenn wir sehen, wir haben jetzt knapp 210.000 und wenn wir die Waffe wechseln, dann haben wir plötzlich hier knapp 400.000. Hier gibt es etliche Videos und ich weiß auch, dass etliche von euch das Bild nachbauen und farmen und so weiter, aber macht das nicht. Das ist nicht, nicht gut. Denn ich habe es sofort gelesen und gesehen und nachgefragt auch bei Massive. Denn wenn wir uns das fleißige Binnchen anschauen, dann steht da drinnen. in jeder Schuss auf ein anderes Ziel gewährt, einen Stapel bis zu einem Maximum von 10, gewährt jeder Stapel eine Erhöhung des Waffenschadens von 20%. Die Stapel werden ausgelöst, wenn der Agent die Waffen wechselt und, halten und hält für 10 Sekunden. Ja, das haben wir gerade gesehen. Ja, also wir haben sie aufgestellt. Dann schießt der Turm da drauf. Fleißiges Binnchen. Wir markieren. Dann noch einen. Wir, äh, haben wir jetzt 190, wechseln die Waffe und haben dann 350. Also immenser Sprung im Damage. Aber was den meisten nicht aufgefallen ist, oder auch Creator nicht aufgefallen ist, es steht hier drinnen Waffenschaden. Waffenschaden, nicht Fertigkeiten-Schaden. Ich habe mir dann gedacht, okay, Praktikant hat schon wieder mal rumgeschlammt und hat es wahrscheinlich falsch übersetzt haben wir ja öfters, dass der Praktikant hier nicht so gut übersetzt und habe es mir im Englischen durchgelesen, weil das sind eigentlich die, nach denen wir uns richten. Und hier steht dann genauso drinnen "Weapon Damage" Waffen Schaden. Die Antwort von Messi war auch ganz klar: oh, Das ist nicht so gewollt. Ja, also dieses Bild funktioniert zwar jetzt noch, solang bis es gefixt wird. Ja, und deswegen, ich finde, es zahlt sich halt nicht aus, ein Gear dafür zu farmen, nur um es für die PCB zu bauen. Wenn ihr ein Technikerbild bauen wollt, baut ein Technikerbild. Aber verlasst euch nicht auf diese Waffe, denn das wird jetzt dann gepatcht und dann funktioniert das fleißige Binchen definitiv nur mehr auf Waffenschaden. Dann sie zu spielen, macht für die meisten keinen Sinn. Ja, weil ich habe jetzt, ich glaube, von 10 spielen 12 das Binchen mit dem Techniker und nicht mit irgendwelchen Waffen. Ja, also vergesst es, war super, schöne Videos, alles klar, aber funktioniert nicht, geht nicht. Fleißiges Bindchen gilt nur auf Waffenschaden und nicht auf Schaden. Ja, kurzes Aufklärungsvideo, ganz einfach, wie immer. Ich habe es mir angesehen, wollte eigentlich auch so etwas ähnliches bauen und dann habe ich eben gesehen, oh, da steht Waffenschaden drinnen, funktioniert nicht. Also Idee verworfen und wir werden uns dann ansehen, wenn sie es gefixt haben oder wenn überhaupt ein paar Fixe sind, was wir dann damit machen. Somit, ich hoffe, das Video hat gefallen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, denn ich nehme das Video auf am Samstag. Somit, schönes Wochenende an euch. Kommentare, Like, Abo wie immer gerne gesehen und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal. So, Video fertig. Sehr cool. Sehr gut. Der kann nix. Charles kann nix. Oh, Alles man ich selber machen. Hier zwei Videos ja, zum Anschauen. Klicken. Und da unten Abo. Do it. Do it. Und die Glocke aktivieren nicht vergessen für die Benachrichtigungen.